Vers 7. Krishna verkehrt niemals mit seiner illusionierenden Energie. Dennoch ist sie nicht gänzlich von der absoluten Wahrheit abgeschnitten. Wenn er den Wunsch hat, die materielle Welt zu erschaffen, ist das Liebesspiel mit seiner eigenen spirituellen Chit-Kraft, Rama, bei dem er seinen Blick auf die täuschende Energie wirft und dabei seine Zeitenergie aussendet, eine mitwirkende Tätigkeit. Erläuterung: Die illusionierende Energie hat keinen direkten Kontakt mit Krishna. Sie ist nur indirekt mit ihm verbunden. Vishnu, der im Ozean aller Ursachen liegende erste Ursprung, jener vollständige Teil Mahashankarshanas, welcher in Mahavaikuntha, dem Bereich von Krishnas eigenen, erweiterten transzendentalen Spielen residiert, wirft seinen Blick auf die illusionierende Energie. Doch selbst wenn er seinen Blick auf Maya wirft, hat er keinen Kontakt mit ihr, weil dann die spirituelle Chit-Kraft, Rama, als seine lautere, treue ergebene Energie die Funktion seines Blickes erfüllt. Die täuschende Energie als Dienstmagd der spirituellen Chit-Kraft Rama dient dem manifestierten vollständigen Teil Gottes, der mit Rama vereinigt ist, wobei die Zeitenergie die Tatkraft und die Mittlerrolle Ramas repräsentiert. Als Folge dieses Vorgangs existiert das Phänomen der Maskulinität, das heißt der Schöpfungskraft.